Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir. Diesmal eine Runde Conquest auf der Map Perlenmarkt gespielt, das Ganze mit der Emta und dem Schalldämpfer. Zum Schalldämpfer wollte ich eigentlich kurz noch was sagen, und zwar ist es die einzige Waffe, die ich mit Schalldämpfer benutze, genauso wie die Bulldog, weil die so ein kleines Magazin haben und eine hohe Feuerrate, und wenn du da auf der Map eben entdeckt wirst, hast du meistens, sage ich jetzt mal, die A-Karte, und deswegen benutze ich, sind das die einzigen Waffen, die ich mit Schalldämpfer benutze. Nur mal zur Info zu euch, weil im Großen und Ganzen ich die Schalldämpfer überhaupt nicht mehr mag. Am Anfangs, ja, habe ich sie gerne gemacht, aber mittlerweile kann ich sie nicht mehr abhaben, weil ich finde, die Qualität der Waffe lässt dadurch stark nach. Aber wie gesagt, in dem Fall sind es zwei Ausnahmen. Bei der Bulldog sowieso, die hat einen sehr hohen Schaden und da merkt man eigentlich kaum was oder kaum einen Unterschied. Aber bei der Emta ist es halt echt so, dass die durch ihre hohe Feuerrate, ich glaube 900 Schuss und dann hinten so ein kleines Magazin, da bist du doch ratzfatz, hast du keine Munition mehr, und wenn sie dich dann eben auf der Minimap auch noch sehen, dann, wie gesagt, also deswegen der Grund dafür, warum ich jetzt in dem Fall den Schalldämpfer benutze. So, mein Thema heute, da habe ich irgendwo mit dem Finger in die Wunde gedrückt, und zwar Hit Detection. Jetzt ist es rausgekommen, dass nach dem Patch, der Patch ist ja schon sozusagen fertig und in der Zertifizierung, und wie ich es eben schon erwähnt habe in den letzten Videos, kommt er zum 30. September. Wow, das ist wie das Oktoberfest. Das Oktoberfest fängt auch nicht im Oktober an, sondern im September. Das heißt aber Oktoberfest, und die sagen zum September-Patch, wir haben den ganzen Monat darauf gewartet, und eben am 30. wird es wahrscheinlich soweit sein, dass der Patch dann veröffentlicht wird. Klasse, gell? Ganze 30 Tage im September. Ja, aber es kommt ja noch im September, deswegen heißt es ja auch September-Patch. Aber ist egal, darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Aber sie arbeiten momentan in der CTE daran, an dieser Hit-Detection. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, nur mal um eins klarzustellen, natürlich freue ich mich, dass DICE weiterhin an Battlefield 4 arbeitet und es versucht zu verbessern und bla und bla bla, das steht außer Frage, da braucht man nicht darüber diskutieren, das ist auch kein Diskussionsgrund. Was mich an der ganzen Situation stört, ist, dass sie jetzt fast ein Jahr später erst darauf kommen, auf dieses Problem. Ich habe mal im Internet nachgeschaut, weil ich bei Battlefield Insight wurde mir, das blende ich jetzt auch gleich ein, da wurde mir zurückgeschrieben über Twitter, es ist erst möglich geworden durch die CTE und bla und bla, und erst dadurch haben sie solche Fehler entdeckt. Liebe Leute von Battlefield Insight, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die CTE, glaube ich, wurde im Mai veröffentlicht. Und ich habe auf YouTube ein Video gefunden am 27.01., also schon im, also 3 Monate nach Release, wo die Hit Detection schon versagt hat. Also gehe ich mal davon aus, dass DICE das eigentlich schon von Anfang an wusste, dass es dieses Problem oder diese Problematik gibt. Und sie kommen eben erst jetzt auf die Idee, es zu beheben. Man muss sich das mal vorstellen. Also das ist fast ein Jahr nach Release. Wurde offiziell bekannt gegeben, hey Leute, hey liebe Community, kommt in die CTE, diesmal kümmern wir uns um die Hit Detection. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sowas von schwach. Und ey, seid mir nicht böse, das ist keine Ausrede, das ist kein Haten, das ist kein Flamen, das ist einfach nur die Wahrheit. Es ist scheiße. Ganz ehrlich gesagt, scheiße. Wenn mir jetzt auch noch irgendjemand sagt, ja, und sie kümmern sich ja um andere Dinge und sie machen dies und machen das. Hey, ich habe es ja in meinem letzten Video schon gesehen, Pionierwoche und bla und bla, da wird sich lieber um andere Sachen gekümmert. Ich kann das nicht nachvollziehen, seid mir nicht böse. Es gibt Probleme, die von Anfang an bekannt sind.
Hey, kümmert euch doch darum, und zwar von Anfang an. Und nicht nur, weil irgendjemand zum Beispiel, es ist ja nur ein Beispiel, zu blöd zum Fliegen ist, so wie ich zum Beispiel. Ja, gut, nehmen wir mich als Beispiel. Genau, ich kann nicht fliegen. Bei mir ist das Problem, wenn ich in einem Jet bin oder in einem Heli bin, habe ich das Problem mit der Koordination und diesem Fadenkreuz. Ihr kennt ja alle dieses Wellenzeichen, das bedeutet, dass man in der Waage ist, glaube ich zumindest. So, und dann gibt es noch separat dieses Fadenkreuz. So, wenn ich jetzt auf einen Gegner zufliege und ich habe den Gegner in diesem Wellenzeichen vor mir, dann ist das Fadenkreuz irgendwo rechts oben oder links oben oder was weiß ich wo. So, auf jeden Fall, mein Heli schießt halt nicht dahin, wo ich gerne hinschießen hätte wollen, sondern der schießt halt was weiß ich wohin. Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass ich mich da wirklich zu blöd anstelle, um das zu koordinieren. Auf jeden Fall, ich bin halt so ein Typ, wenn ich in einem Heli sitze oder in einem Jet sitze, dann, ohne Schmarrn, ihr könnt gar nicht glauben, wie schnell ich wieder aus diesem Heli rausgeschossen worden bin, weil ich es nicht schaffe, eben durch diese Koordinationsprobleme, die ich habe, den Heli so schnell zu manövrieren, dass ich mich halt in Sicherheit bringen kann. So, es gibt aber sehr, sehr, sehr viele, die richtig gut mit dem Heli oder mit dem Jet umgehen können. So, hallo, die haben damit keine Probleme. Wenn du die anvisierst mit einer Stinger, dann sind die 0, nix außer Reichweite oder haben sich hinter irgendeinem Gebäude oder hinterm Baum oder was weiß ich wo in Deckung gebracht. So, und das ist das Problem. Wenn sich jetzt in der CTE jemand benachteiligt gefühlt hat, weil er so wie ich eben nicht fliegen kann und ach, hopp, hopp, ich habe eine Stinger abgeschossen in dem Kampfheli, dann muss man die Panzerung verstärken. Und das sind so Probleme, um die sie sich in der CTE kümmern. Aber eben, die Hit Detection, wie gesagt, ich werde dieses Video vom 27.01. unten verlinken, da könnt ihr euch das anschauen. Das Problem gibt es schon seit Beginn an. Jetzt gehöre ich zu den Leuten, ich muss es jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt einer derjenigen oder der wenigen, sage ich jetzt mal, die damit sehr wenig Probleme hat, was die Hit Detection angeht. Ihr seht es ja auch an meinen Gameplays, an meinen Videos, ich komme auf meine Kills, ich habe eigentlich nicht viel Grund, mich zu beschweren, weil komischerweise bei mir läuft es, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht liegt es an meiner Internetleitung, die halt vielleicht doch etwas schlechter ist als manch anderen, wobei ich aber mit einer 32.000er Leitung mich nicht beschweren kann. Also eigentlich ist das eine gute Leitung. Gut, mittlerweile gibt es eine 50 und eine 100.000, die sind halt zwei Stufen höher als meine, aber hallo, eine 32.000er Leitung ist eine gute Leitung, meiner Meinung nach. So, also kann es daran ja eigentlich nicht liegen. Denke ich jetzt mal. Ich meine, wie gesagt, ich bin kein Netzwerktechniker und ich kenne mich da jetzt eigentlich nicht so gut aus. Ich verstehe diese Ping-Problematik zum Beispiel jetzt eigentlich auch nicht. Dass es bei mir hin und wieder beim Game auch ruckelt und mir eben gewisse Situationen in Spanisch vorkommen, ja, hallo, passiert mir genauso wie allen anderen wahrscheinlich. Aber nicht jetzt in der Häufigkeit wie manche anderen. Und mich regt es, Entschuldigung, wenn ich sage, das ist jetzt echt wieder ein Fuck You DICE und EA Problem, was ich mir, die verarschen uns, und ich sag euch echt, die Leute kaufen es denen auch noch ab. Die nehmen die Firma auch noch in Schutz. Seid mir nicht böse. Hey, die verdienen sich Millionen mit dem Spiel. Und ihr tut denen noch den Arsch pudern, indem dass ihr denen auch noch Recht gibt. Hey, die Hit Detection gibt es schon seit Anfang an. Ich beweise es euch in dem Video unter dem in der Beschreibung. Das ist vom 27.01. Jetzt und dann, ja genau, und dann muss ich mir noch von solchen, ja, mag ja sein, dass sie sich auskennen, dass sie Erfahrung haben, aber das eigentlich müssten die es ja besser wissen, sage ich jetzt mal so. Die müssten da ja eigentlich mir Recht geben und mir zustimmen und sagen, ja, Lobo, hast du ja Recht. Die hätten das Problem schon von Anfang an in die Hand nehmen können. Aber nein, im Gegenteil, dann schreiben sie mir, dass, ich weiß nicht, ob ich das mit einbauen kann. Ich hoffe, dass ich dieses Twitter-Gespräch mit, so wie die anderen Kollegen, ich kriege das halt natürlich nicht so gut hin wie die, aber ich schaue mal, ob ich das hinbekomme. Werde ich halt jetzt mit einblenden
Und dann seht ihr, was die dazu geschrieben haben, dass ja dank der CTE, dank der Community, sind sie ja erst in der Lage, solche Sachen, solche Problematiken zu finden und dann eben zu korrigieren oder zu verbessern oder so ähnlich. Keine Ahnung, lest es selber. Vielleicht, ja doch, lest es selber. Und irgendwie werde ich das schon mit einbauen. Und dann, seid mir nicht böse, da komme ich mir verarscht vor. Da komme ich mir echt verarscht vor. Hallo, das sind hochbezahlte, wie nennt man das, Programmierer, IT-Fachleute, die ja schon mal, oder nicht schon mal, sondern schon mehrere Games auf den Markt gebracht haben und eben durch die Erfahrung, die sie ja eigentlich mitbringen müssten, solche Problematiken auch gar nicht erst zulassen dürften. Ich muss euch das jetzt nur mal von der Seite aus sehen. Jetzt seid mir nicht böse, aber an alle Jugendlichen, ich nenne es jetzt mal so, wenn ihr in der Schule solche Leistungen abbringen würdet, würdet ihr eine 6 schreiben. Ist so, oder? So, wenn wir Erwachsene im Beruf so eine Leistung ablegen würden, was unsere Arbeit angeht, werden wir gefeuert. Und die reden sich raus, ja, in 8 Monate nach Release haben wir die CTE eingeführt, damit eben wir solche Probleme schneller identifizieren können und dann eben beheben können. Hey, seid mir nicht böse, das ist, glaubt mir, das ist Verarsche. Die verarschen uns nach Strich und Faden. Und seid mir nicht böse, jetzt muss ich mich wiederholen, ihr glaubt es auch noch. Echt, ich kaufe das denen nicht ab. Das wollte ich schon wieder sagen. Naja, ich bin halt wieder aufgebracht und deswegen kommt auch das Video außer der Regel, ausnahmsweise. Eigentlich wollte ich ja bis morgen damit warten, weil ich ja dann, sag schon, wegen dem Patch und bla und bla. Nein, aber das muss ich jetzt raushauen, heute noch raushauen, heute ist der 22., weil mich das sowas von aufregt und ich jetzt eben auch die Zeit dafür finde, das aufzunehmen, sage ich jetzt mal so. Und wie gesagt, googelt nach, recherchiert selber über solche Sachen. Ihr seht überall. Und Gott sei Dank gibt es ja die Möglichkeit, im Internet über das World Wide Web zu recherchieren. Und ich habe nur 1-2 Klicks gemacht und schon habe ich herausgefunden, oder sage ich jetzt mal so, nicht herausgefunden, sondern festgestellt, dass ja die CTE eben erst im Mai kam, das Video zum Beispiel eben schon im Januar. Und ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass DICE-Mitarbeiter sich nicht für YouTube interessieren und nicht mal bei YouTube eingeben, Battlefield 4, bla bla bla, was weiß ich, irgendetwas, und dann sehen, was es da für Videos gibt, ob es jetzt Englisch oder Deutsch oder Französisch oder Timbuktanisch ist, das ist ja scheißegal. Sie sehen ein Video und können sich dann anhand gewisser Informationen ja selber reimen, um was es da geht. Ob es jetzt positiv oder negativ ist. Sondern ich kann mir eben nicht vorstellen, dass die von DICE nicht eben schon von Anfang an wussten, diese Problematik, die sie da haben. Also, ich habe jetzt wieder Dampf abgelassen, weil mich das echt aufregt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch erzählen soll. Auf jeden Fall, es ist halt mal wieder typisch. In meinen Augen werden wir verarscht, vor allem die Consoleros sowieso. Wie gesagt, habe ich auch schon letztens erwähnt, wir brauchen eure Drecks-CTE nicht mehr als Konsolenspieler. Ja, seid mir nicht böse, das ist halt meine Meinung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Unter meinem letzten Video habe ich einen Kommentar von einem PCler bekommen, der mir, was die Feuerkraft der Stinger und so, bla bla bla, Raketenwerfer, in, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, recht gegeben hat. Der anscheinend eben in der CTE auch spielt und das auch angebracht hat, dass er das auch als Problem sieht, dass man mit einem Stinger eben fast 5 Schuss braucht, um einen Heli runterzuholen oder geschweige denn einen Jet, dass man die ja noch nicht einmal trifft. Und er geht auch davon aus, dass das keinen interessiert, dass das noch nicht einmal beachtet wird. Ja, ist ja klar, weil wir kleinen Fische, sage ich jetzt mal, wenn ein großer YouTuber bei der CTE ist zum Beispiel oder einer, der bei Battlelog zum Beispiel im Battlelog-Forum, sage ich mal, sehr aktiv ist, auf solche Leute wird gehört. Aber auf so kleine Fische wie mich zum Beispiel oder wie ein, sage ich jetzt mal, Hans Wurst oder XYZ-Player, das interessiert die nicht. Wenn
in Anführungszeichen, wenn es die überhaupt interessiert, was einer in der CTE von sich gibt. Weil, wie gesagt, meiner Meinung nach wissen die, kennen die alle Probleme. Ich meine, ich muss es jetzt ganz ehrlich sagen, ich meine, ich komme zwar jetzt aus dem Handel, also aus dem Einzelhandel, ich bin zwar schon lange aus dem Geschäft, aber ich gehe mal davon aus, dass es ja nicht anders ist. Wenn ich jetzt, wobei ich jetzt, ja, eigentlich kann ich das jetzt nicht so, aber ich gehe mal von der Praxis aus. Wenn jetzt irgendein Hersteller, ist egal was es ist, meinetwegen ein Kugelschreiberhersteller, den Kunde, also nicht irgendeiner, Entschuldigung, nehmen wir mal zum Beispiel eine Marke, Pelikan oder was gibt's noch als Marke, als hochwertige Marke, Montblanc zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Montblanc. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die da irgendwo in China, wahrscheinlich werden sie da das produzieren lassen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht vorher mal anschauen und sich sagen, ja, jetzt schauen wir mal, ob der Kugelschreiber auch schreibt. Dann werden sie den in der Praxis, denke ich mal, testen. So wie es meiner Meinung nach alle qualitativ hochwertigen Firmen tun. Fehler passieren jedem. Das kann überall passieren. Niemand ist perfekt. Ich bin auch nicht perfekt. Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, hatte ich letztens auch schon. Gott sei Dank ist niemand perfekt, weil sonst wäre es ja langweilig. Sonst hätte man nicht, eben nichts zu meckern, so wie ich jetzt zum Beispiel. Aber stellt euch mal vor, jetzt, oh nein, Entschuldigung, noch besseres Beispiel, was ganz aktuell ist, Apple iPhone 6. So, die produzieren das schon, oder sagen wir es mal so, ich gebe euch Brief und Siegel, dass jetzt schon das iPhone 7 in der Produktion ist. Ja, natürlich, die müssen ja vorausarbeiten, es geht nicht anders. So, und die tun praktisch, wenn es nicht sogar schon fertiggestellt ist. Und bis zum Erscheinungstag, meiner Meinung nach, wird das getestet, ob es funktioniert, ob es so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wie gesagt, Fehler passieren überall. Man kann immer mal, weil man, ihr kennt ja dieses typische Sprichwort, wenn man mit Scheuklappen oder wenn man zu lange an einem Projekt sitzt, dass man dann eben gewisse Sachen nicht mehr erkennt oder nicht mehr sieht. Dass man, meistens ist es dann eben so, dass man sich dann anderen Sachen widmen muss und dann wieder zurückzukehren, um festzustellen, ob da war ja doch was oder wie auch immer. So ist es mit Sicherheit bei allen hochwertigen Firmen. Und auch mit Sicherheit bei Dice. Und deswegen, die werden das Spiel schon vorher getestet haben. Vorher werden sie schon, hallo, die sind doch erfahren, die wissen doch, um was es geht. Und dann bringen sie so ein Spiel raus, hey, was glaubt ihr, Entschuldigung, wenn ich sage, aber das ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum Hardline hinausgezögert worden ist. Mittlerweile kursieren ja die Gerüchte, dass auch der Release zum März nicht funktionieren soll. Habe ich gehört. Und aus welchem Grund? Ja, weil die nicht denselben Bockmist machen wollen wie jetzt mit Battlefield 4. Eben, hallo, bei Battlefield 3, ja, liebe Battlefield Inside, ich weiß nicht, wie man das nennt, Forum, Rubrik, keine Ahnung. Ihr habt recht, das ist schon klar, dass es bei Battlefield 3 auch von Anfang an Probleme gab. Ja, sehe ich auch so. Und ich habe auch von vielen gehört, dass es erst zum letzten DLC erst besser geworden ist oder funktioniert hat, sage ich jetzt mal so. Aber hallo, kann man denn nicht von dem Status dann darauf oder sagen wir mal, ausgehen, dass es dann für das neue Produkt auch funktioniert? Also ich weiß nicht, wenn man sich eben wie gesagt überlegt, Seid mal ehrlich zu euch selber, wenn man sich überlegt, wie viel Geld die Leute verdienen, dass vieles schon von Anfang an, sage ich jetzt mal, bekannt ist und jetzt erst die sagen, ja, wir kümmern uns drum, wir machen, wir tun und lassen. Also ich weiß nicht, das ist schon echt schwach. Vor allem die Art und Weise dann eben, ja, wir kümmern uns jetzt und dann hört man von anderen, ja, dank der CTE ist es so und bla und bla. Also seid mir nicht böse, aber für mich ist das echt Verarsche. Und das soll jetzt eben nochmal zur Info. Natürlich freue ich mich, dass an dem Spiel weiterhin gearbeitet wird. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für alle, die es noch nicht verstehen, vor allem für alle PC-Fans, damit die das auch mal kapieren, ich spiele ja auf der PlayStation 4.
Das ist die neueste Konsolengeneration von Sony. Und ich denke mal, dass es ein paar Menschen auch so geht wie mir oder auch auf der Xbox One zum Beispiel. Die haben keine andere Konsole oder kein anderes System zum Zocken. Es gibt nur das eine für uns, für mich, die PlayStation 4. Ich habe auch keinen Geldscheißer zu Hause oder keinen Geldesel, der sich streckt und dreckt und mir dann Goldtaler ausscheißt. Nein, ich werde mir mit Sicherheit keinen Gaming-PC oder eine PlayStation 3 wieder zulegen oder eine Xbox 360 zulegen oder weiß der Geier was. Nein, hallo, ich bin vernünftig, ich habe Familie, für mich gibt es nur dieses eine Modell. Wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, wäre es kein Thema, bräuchte man nicht drüber reden. Aber ich bin ein normal sterblicher Mensch und von mir gibt es wahrscheinlich 100.000 andere auch, die genauso dasselbe Problem oder nicht Problem, sage ich jetzt mal, dieselbe Lebensstandard wie ich eben haben und die sich das jetzt nicht, was heißt leisten können, schon, aber nicht leisten wollen. Und das ist der springende Punkt. Ich will mir das eben nicht. Hallo, das Geld gebe ich lieber für einen Urlaub aus oder gehe mit meiner Familie essen. Das macht mir mehr Spaß, als wenn ich mir jetzt hier noch eine zweite Konsole zulegen sollte und dann eben nochmal ein zweites Spiel oder so. Und so, nur damit ich nochmal auf den Punkt komme. Bei mir auf der PlayStation gibt es meiner Meinung nach keine vernünftige Alternative zu Battlefield 4. Ganz einfach. Da können sich die Leute jetzt streiten, so viel sie wollen und was sie wollen. Und deswegen, ich liebe dieses Spiel. Ja, aber die Art und Weise finde ich nicht richtig, ganz einfach. Und deswegen rege ich mich darüber auf. Und deswegen versuche ich, mit dem Finger in die Wunde zu bohren. Ist egal, wo. So. Und wem das nicht passt, der braucht sich meine Videos nicht anschauen, auch wenn ich das jetzt erst zum Schluss sage. Gell? Schon fies, nach 20 Minuten kommt er her und sagt, hey, wenn dir das nicht passt, schau dir das Video nicht an. Nein, ihr wisst, was ich damit meine. Ich bin halt ein Ehrlicher und sag, wie es ist, ganz einfach. Und wer das nicht verkraftet, der soll halt einfach weghören und sich nur das Gameplay anschauen. Man kann auch auf Stumm schalten und sich das Gameplay im Hintergrund anschauen. Ich denke mal, das ist ein richtig gutes geworden. Und naja, es ist auch gleich aus und ich bin oft fertig, ich habe keine Lust mehr, es nervt und jetzt muss ich noch eine Woche auf diesen scheiß verdammten Patch warten. Naja, okay. Also, haut rein und ciao bis zum nächsten Video.